Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer kleinen Folge American Truck Simulator, ja. Nein, mein Lenkrad hat's irgendwie. Ach, mein Gaspedal funktioniert mal wieder nicht. Okay. Moment. Gaspedal. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's. Okay, wo sind wir gerade? Ich habe keine Ahnung. 22% Schaden schon wieder. Wir sind in Bakersfield. Okay. Bakersfield, da, hier. 4000, 17000. Jackpot hoch, 17.100, 17.400, darüber und dann einen schönen Auftrag. Ne, dann nehme ich ein paar Autos und fahre den hoch. So, dann haben wir jedenfalls wieder was Schönes. Einen schönen langen Auftrag. So. Gut, hier rum. Funktioniert, jawohl. Oh Gott. Knapp rum. Oh, jetzt darf ich hier wieder nur so langsam fahren. Und da wird man direkt geblitzt. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Nee, ach. Ich sag schon gar nichts mehr. Ja, noch haben wir Motor Fehlfunktion. Das ist doch nicht wahr. So. So, und einmal hier rein. Und hören wir jetzt uns unsere Autos ab, die hier schon gleich stehen. Hier so abholen, jawohl. Okay. So, und irgendwie da jetzt halt ordentlich rauskommen. Okay, gut, hat alles ordentlich funktioniert. 18 Stunden waren wir da jetzt, oh Gott. So. So, 30 Tempomaten rein und dann passiert eine Motorfehlfunktion. Das wird wahrscheinlich jetzt öfters vorkommen. Mann. Sowas hasse ich natürlich. So, hier ist jetzt außerhalb, jetzt sollen wir hier schneller fahren. So. Jetzt fahren wir natürlich wieder 18 Stunden. Das ist natürlich wieder suboptimal, aber naja, fahren wir halt. Fahren wir da halt wieder hin. So. Wieder hochschalten. Tipptopp alles hier. So, wieder durch die Wüste hier. Machen wir mal das Fernlicht an.
So. Sehr schön. Ah, die Auffahrt kenne ich ja schon. So, und Gas, 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 Gas. Schneller. Schneller. Immer schön schnell fahren. Eine Stunde. Eine Stunde ist auf dem Navi jetzt schon vorbei. Ich glaube, wir werden... Ach, ich habe nicht... Doch, ich habe geschlafen. Das war gut. Aber ich glaube, den Auftrag schaffen wir heute. So wie ich meine Geschwindigkeit kenne. Obwohl, könnte eng werden heute. Könnte ein bisschen eng werden, aber vielleicht schaffen wir das. Vielleicht, aber auch nicht. So, hier kommt schon wieder die Ausfahrt. Hier langsamer werden. Einmal rum hier. Das Schöne ist, nachts ist hier wenig Verkehr. Da können wir eigentlich so schnell fahren, wie wir wollen, aber ja, machen wir eben nicht. Ah, da kommt doch ein Auto, okay. Aber ein ganz normaler, das... Ich glaube, abends ist die Polizei weniger hier in der Wüste unterwegs. Aber man weiß ja natürlich nie. Wo die denn so überall rumstehen, rumlungen, Rumstreife fahren, weiß man ja nie. So. Kommt ein Transporter. Ach ne, ein Bus. Ein Schulbus. Ja, okay, es ist 4 Uhr. Da können schon mal die ersten Schulbusse rumfahren. Kann schon mal vorkommen. So. /56 mph. Und jetzt geht's nach unten. Jetzt gibt er... Fuck. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Ja. Wir haben ein Problem. Sir, we have a little problem. Obwohl, könnten wir das vielleicht noch schaffen bis dahin? Nee, nee, das Risiko ist so groß. Obwohl... Ich überlege gerade, ob wir es machen sollten oder nicht. Okay, jetzt ist eine niedrige Tankfüllung. Ich kann es nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber, wir fahren lieber raus. Das ist eine Entscheidung von mir persönlich, dass wir da rausfahren.
So, eigentlich sollte die Tankstelle zunächst kommen. Wenn ich jetzt falsch fahre, nee, ich fahre schon richtig, okay. Ich dachte schon, dass wir falsch fahren. So, dann gucken wir mal, wie weit wir unseren Tank jetzt wieder voll bekommen. Wir sind schon bei 400 Euro. 500, 514 Euro, wow. Oh Gott. So. Pentable. Ach ja. Also den Catwalk mit dieser langen Schnauze, ich weiß nicht, ob ich den noch irgendwann nochmal fahren möchte. Ich werde es wahrscheinlich eh im Laufe des Let's Plays nochmal tun. Aber ich glaube, ich meine, wird eher eine Pentable Firma. Oder wir bringen ein paar Scania rüber. Scania immer in. Keine Ahnung, können wir einiges einfügen. So, die Stelle, wo es mich hingelegt hat, das war glaube ich hier. 2000 Euro, jawohl, sehr schön. Oh Gott, der schleicht hier schon wieder hoch. Und hinter mir kommt ein Pentable und da auch noch ein Pentable. Oh Gott. Noch ein Pentable. Ah, oh, da kommt ein Catwalk. Also die Pentable sehen echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Vor allem die größeren, die sehen echt verdammt schön aus. Aber jetzt müssen wir also langsam hocharbeiten. Jetzt haben wir 58.000 auf dem Konto. Ja, sieht ganz akzeptabel mittlerweile aus. Kredit kann ganz einfach zurückgezahlt werden mittlerweile. Wenig Kreditzinsen. Wie viel sind es eigentlich noch? Das würde mich jetzt doch noch interessieren. Bank. Ah, 100.
sind Nummer 4. Ich glaube, den zeige ich mal zurück. Wir brauchen nochmal. Nicht die Konsole. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Dann zahle ich auch nochmal 1000er weniger. 1200 und es ist doch ein Heidengeld. Und der Rest ist glaube ich auch gar nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht den Hotkey für Bank. Ja, 80, jawohl, es ist schon noch einiges, muss ich sagen. Ja, naja. Ist schon noch irgendwas. Aber jetzt wird es noch ein wenig weniger und dann passt die Sache irgendwann. So, 12 Stunden habe ich jetzt noch, jetzt habe ich aber schon 4, wird eng, jetzt muss ich doch ein Gas geben, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ich denke nicht, dass das was wird. Kürze mal ein bisschen ab. Oh Gott, Bus. Zivilisten sollten am besten nicht verletzt werden. LKW in der Kurve. Jetzt darf man bei mal 70 fahren. Jetzt. Das war eine Reaktion. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er mehr drauf gefahren ist. Hab's jetzt nicht gescheit gesehen. Schade. Hat nicht ganz so funktioniert. So. Komm schneller, es müsste mir Gas geben, komm. Komm. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge. In der nächsten Folge fahren wir den Rest der Tour und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss.